Im Weltall hört dich niemand klonen und herzlich willkommen Filmfans zu einer neuen Figurenreview bzw. Vorstellung. Und heute gibt es mal wieder was von NECA und zwar die Deluxe Newborn Alien Action Figur zu Alien Resurrection. Und ich muss eins vorweg sagen, ist auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne, gelungene Figur, sicherlich eine der größeren Figuren aus den ganzen bisherigen Veröffentlichungen, mal abgesehen von der Alien Queen, die jetzt auch vor kurzem in einer leicht abgeänderten Variante auch zu Alien Resurrection von NECA veröffentlicht wurde. Und ich habe mich auf das Newborn wirklich gefreut, als angekündigt worden ist, denn ich wollte dieses nette, possierliche Kerlchen, was ein Stück weit sicherlich auch ja, Ripleys nicht nur Stiefsohn sein könnte, mir immer schon mal in die Sammlung holen, weil vom Design her hat es mich wirklich sehr, sehr angesprochen gehabt. Und damals, wo ich das erste Mal Alien Resurrection gesehen habe auf VHS, war ich sehr überrascht von dem Design, denn diese Kreatur hat schon einige Designstufen durchgemacht, bis man sich finalerweise für das hier entschieden hat. Das hat sicherlich anfänglich nicht jedem gefallen. Selbst Joss Whedon war nicht so angetan von dem finalen Design des Newborn, aber ich muss sagen, letzten Endes ist es ein Design, was doch ein Stück weit aus der Reihe rausfällt, dennoch irgendwie sehr, sehr gut zu dem Alien-Franchise passt. Die Figur selber habe ich mir mal wieder in meinem Stammshop space.de geordert für knapp 35 Euro, ist allerdings auch eine etwas größere Figur, ja, das Newborn selber hat sehr, sehr lange Beine und auch sehr lange Arme. Und deswegen ist die Figur ein bisschen größer, wurde ein bisschen hier in diesen Karton reingequetscht, das arme Kerlchen, aber das werden wir natürlich gleich rausbefreien. Und ist eine 11-Inch-Figur, ca. 28 cm groß, kommt jetzt nur mit einem Displayständer daher, sonst mit keinen anderen Goodies, passt natürlich auch recht gut zum Film, weil da hatte das Viech auch keine Goodies, bis auf scharfe Zähnchen, sehr tief eingefallene Augen und ja, einen richtig schönen, süßen Hundeblick, bevor es zugeschlagen hat. Ja, und auf jeden Fall das Ganze mal wieder hier in einer sehr schön aufgemachten Fensterbox. Diesmal ist sogar, wenn man es erkennt, hier so der Schriftzug selber, das Logo hier Alien Resurrection geprägt. Sieht auf jeden Fall sehr cool aus. Ist ein recht schlichtes, minimalistisches Design, was mir dennoch sehr gut gefällt. Hier unten steht natürlich Deluxe Newborn Action Figur. Und von der Seite ja sieht es halt so aus. Ja, jetzt von der Gestaltung her sicherlich nichts Aufregendes oder so. Aber es passt doch sehr gut zu dieser Reihe und da kommen natürlich dann auch in den nächsten Monaten weitere Figuren raus. Und hier haben wir natürlich auf der Rückseite nochmal eine kleine Beschreibung zu der Figur selber, beziehungsweise nochmal eine Inhaltsangabe zu Alien Resurrection und natürlich hier auch ein paar Bildchen, wie man denn das Newborn in Szene setzen könnte. Passenderweise kommt natürlich Ripley dann auch bald samt einem Alien Warrior in einer Clamshell-Plisterverpackung raus. Ist jetzt nicht so optimal, aber die wandert natürlich auch nochmal in die Sammlung. Und hier nochmal die Zusammenfassung selber, was die Figur alles so hat. Ja, also eine 11-Inch-Figur, über 30 Punkte der Artikulation und natürlich inklusive Display-Ständer. Und ja, Ripley und die Figur sind natürlich einzeln erhältlich. Und ja, machen wir auf jeden Fall mal die Box auf. Die ist wieder mit einem schönen Klettverschluss geschlossen und die haben natürlich das Newborn und es sieht wirklich, muss ich sagen, sehr, sehr toll aus. Also von den Figuren, die ich euch in letzter Zeit vorgestellt habe, ist es auf jeden Fall mein Favorit bisher in diesem Jahr und sieht wirklich sehr, sehr creepy aus. Also auch vor allem für die Leute, die gerne Dioramen basteln und sich die Figur natürlich irgendwo in ihre Sammlung stellen und schön drapieren, dürfte es auf jeden Fall hier eine schöne Ergänzung sein an sich zu dem Thema. Und wir machen auf jeden Fall dann mal hier die Box auf. Ohne Probleme vonstatten geht. Und bevor wir natürlich einen Blick werfen, schauen wir natürlich nochmal rein, was uns da als Innenartwork gegönnt wurde. Und ja, das ist natürlich ganz klar von dem Raumschiff, mit dem sie am Ende fliehen, wo sich dann natürlich das Newborn dann versteckt. Kleiner Spoiler hier am Rennen, aber die meisten dürften den Film kennen und die ganzen Ketten und so. Auf jeden Fall sehr, sehr cool, das Ganze. Und was ich sagen muss, ist auf jeden Fall, dass die Figur auch sehr gelungen aussieht. Hier hinten haben wir natürlich dann mehr oder weniger nochmal das Display mit den einzelnen Teilen. Auch eine coole Sache. Und natürlich die Figur an sich, die hier wieder mit einem, ja, mit so einem Gummidrähtchen befestigt ist. Was wir dann natürlich auf jeden Fall dann auch
lösen werden. Hier geht es wirklich ohne Probleme. Bei den anderen Figuren muss ich immer mit der Schere ran. Geht auf jeden Fall 1A. Mit ein bisschen Gewalt funktioniert es auf jeden Fall. Und machen wir das mal auf die Seite. Und werfen wir jetzt mal einen Blick hier auf das Newborn. Gucken wir mal, wie es halt steht. Ja, so. So könnte es eventuell stehen. Kann natürlich hier, wie ihr seht, die Beine noch schön lang machen. Dann sehen wir wirklich, dass es eine sehr, sehr große Figur ist, die ich jetzt nicht ganz aufs Bild kriege. Ja, wo man hier schön die Klinke verdrehen kann. Also wirklich, anhand schon der Beine hat man hier wirklich eine sehr, sehr gute Artikulation. Nur halt mit dem Stehen wird es ein bisschen problematisch. Deswegen haben wir auch quasi dann diesen Displayständer dabei, den wir natürlich dann auch gleich nochmal auspacken werden. Und ja, also hier angefangen bei den Beinen. Das hat auch, muss ich sagen, von der Farbe her, es ist so ein weißlicher Ton. Hat irgendwas Transparentes, muss ich sagen. Bei genauem Lichtanfall sieht es ein bisschen glibberig, ein bisschen schleimig aus. Ja, da muss man nicht unbedingt Wasser drauf packen. Und wirklich sehr, sehr lange Beine. Und dann natürlich hier eine, ja, schöne Beweglichkeit drin. Ja, natürlich kann man hier ganz klar sehen, wo einzeln die Gelenke zusammengefasst wurden. Aber sieht auf jeden Fall sehr, sehr cool aus. Und dann natürlich diese langen, langen Hände hier mit diesen ebenso sehr langen Fingern. Sieht wirklich sehr, sehr creepy aus, die ganze Sache. Ja. Da kann man natürlich gut zupacken, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann natürlich hier auch dieses Detail. So diese, ich habe mich mal gefragt, was das sein soll, Nabelschnur oder Geschlechtsorgan. Ich gehe mir davon aus, dass es so eine Art Nabelschnur sein soll, beziehungsweise sind doch vielleicht Geschlechtsorgan. Was man hier natürlich sieht an den Beinen, das ist jetzt das Einzige, was vielleicht so ein bisschen negativ hier mit reinfällt. Bei einer ansonsten, muss ich sagen, echt tollen Figur, die sich auch gut anfasst, ist natürlich, dass man hier die Ballgelenke sieht, wo man natürlich dann gut die Beine nach außen, nach innen rotieren kann. Kann man an dieser Stelle allerdings verschmerzen vom Rücken her. Ja, Zeigrücken, Schatzi ist jetzt natürlich sowas, haben wir natürlich hier auch. Das hat eine schöne Beweglichkeit. Geht ein bisschen schwerer ab hier und dann natürlich so der Brustbereich. Am Brustwarzen hat man auch noch gedacht. Und dann natürlich hier ganz klar der Kopf. Und ja, der hat natürlich so ein bisschen abgeschwächt. Immer noch dieses biomechanische Design von HR Giga ist allerdings ein bisschen abgeschwächter, da hier sozusagen die, eigentlich die Kopfpartie selber des Xenomorph hier hinten in den Rücken hinein verläuft, wie so eine Verwachsung mit diesen einzelnen Öffnungen selber. Sieht auf jeden Fall, muss ich sagen, sehr, sehr cool aus. Ist auch schön verarbeitet, die Details. Echt, die kommen hier richtig, richtig gut rüber. Und auch so von der Verarbeitung, wo eventuell einzelne Teile befestigt wurden. Das hat man hier relativ gut, hier auch an dieser Stelle, relativ gut kaschieren können, aufgrund, dass man hier eher so einen helleren Farbton genommen hat. Hat ein bisschen was von der Eierschale. Hier sieht es natürlich ein bisschen sauberer gearbeitet aus, aber hier kann man das schon schön ein bisschen übertünchen, was den Kopf angeht. Und ja, was die Arme angeht, sieht man natürlich, ist es auf jeden Fall ganz vom Vorteil. Also hier fällt es nicht so oft mit den Gelenken selber als an den Beinen. Und dann haben wir natürlich hier auf jeden Fall noch den Kopf. Und ja, dieses sehr, sehr langgezogene Maul mit dieser sehr kurzen Nase kann man natürlich öffnen. Und es geht schön weit auf. Muss man natürlich ein bisschen aufpassen, weil es auch relativ fest hier dran ist. Und dann, wenn man es eventuell sieht, ganz, ganz tief hinten die, ja, diese wirklich pechschwarzen Augen, die auch sehr, sehr unheimlich rüberkommen. Und ja, sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Also es hat wirklich schon, es ist eher so, als hätte man einen Alienschädel wirklich gehäutet, als hätte man diese obere, diese transparente Haube, was das Xenomorph eigentlich teilweise hatte. Ab Teil 2 hat man das ja ein bisschen dunkler gemacht, aber im ersten Teil konnte man überdeutlich nur seinen Ansatz von einem Totenschädel erkennen. Ja, das ist sozusagen das Design, als hätte man wirklich einen Alienkopf gehäutet und das Ganze wäre wie so ein Tumor nach innen verwachsen. Sieht wirklich sehr, sehr creepy aus, die ganze Sache. Gefällt mir natürlich richtig gut. Also da kann ich absolut nicht meckern. Eine schöne, große Figur, die auch relativ gut in der Hand liegt. Dann kommen wir natürlich jetzt auch nochmal zum Display an sich. Das ist einfach nur so drin. Also ich glaube nicht zugeklebt oder so. Das friemeln wir jetzt auch nochmal zusammen. Zange zum Festhalten. Dann habe ich
den Teil der Stange vom Display und hier nochmal Display-Teil und da auf jeden Fall noch die Platte. Und ja, das Ganze kann man natürlich dann hier so draufstecken. Schwere drauf. Das ist so gemacht. Ja, und da man natürlich hier, wie man sieht, das kann man bewegen. Auch coole Sache. Und dann haben wir natürlich hier passenderweise nochmal ein Stückchen draufstecken, weil das ist eine wirklich sehr, sehr große Figur mit gut 28 cm. Und dann können wir natürlich dann hier diesen Greifarm da drauf nochmal befestigen. Und schauen wir mal, wie wir das hinbekommen. Wie wir eventuell das. Das geht gar nicht so einfach. Oder? Ah, doch, das kann man so aufmachen. Und dann kann man theoretisch dann hier so das, ja, wenn es nicht abgehen würde. Ah, immer diese Fummeleien hier. So, gut. Also das haben wir jetzt richtig drauf. Und dann machen wir das Newborn auf jeden Fall mal hier drauf. Natürlich erstmal anfänglich nicht so toll aus. Ja, könnte ein bisschen besser sein, aber fürs erste Mal okay. Gar nicht so einfach, die Figur da so wirklich so halbwegs zu fixieren. Aber naja, sie steht jetzt zwar nicht auf der Platte drauf, aber man kennt auf jeden Fall, ja, gut den Stand. Sieht auf jeden Fall, wenn man sich das anschaut, sieht echt auf jeden Fall sehr, sehr cool aus. Gefällt mir richtig, richtig gut. Ja, und ja, muss ich sagen, für mich bisher eigentlich eine der besten Figuren, die ich in diesem Jahr in die Sammlung bekommen habe. Für mich quasi wirklich so ein schönes, kleines Highlight, was die Alien-Figuren von NECA angeht. Also wirklich sehr, sehr gelungen. Ja, und mit der kann man auf jeden Fall eine ganze Menge anstellen. Ja, die kann man echt cool hinstellen, macht sich echt gut in der Sammlung. Und sieht auch wirklich sehr, sehr creepy aus. Allein wenn man sich so die Kopfform ansieht. Also wirklich sehr, sehr unheimlich. Und da kann man natürlich auch eine schöne, aggressive Pose draus machen. Aber wenn man hier so ein bisschen den Kopf dreht, das geht ein bisschen schwieriger. Sieht auf jeden Fall sehr, 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 sehr gruselig aus. Das Ganze, vor allem diese eingefallenen Augen. Das hat wirklich was. Also das sieht wirklich sehr, sehr gelungen aus. Klasse Figur. Kann ich auf jeden Fall eine Empfehlung aussprechen. Definitiv. Und das war es jetzt auch mit, ja, meiner Figurenvorstellung bzw. Review zu der Deluxe Newborn Alien Action Figur aus dem Hause NECA zu Alien Resurrection. Ihr könnt mir natürlich in die Kommentare reinschreiben, wie euch die Figur so gefällt oder was eure bisher liebsten Figuren von NECA sind zu dem Thema an sich Alien und ob ihr euch vielleicht diese Figur zulegen würdet. Also ich muss sagen, vom Preis her knapp 35 Euro her habe ich es definitiv nicht bereut. Ich werde mich jetzt natürlich noch ein bisschen mit dem Display-Ständer ein bisschen rumärgern hier, um das gute Kärtchen und das Neugeborene hier schön in Pose zu bringen. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder, eventuell zu einer neuen Figuren-Review-Vorstellung oder zu einem anderen Video hier auf diesem Kanal. Ciao, euer Chris.